Hallo Leute, ja, hier müssen wir die Slicer oder Slider oder wie hießen sie da reinkriegen und da haben wir schon was angefangen zu bauen und da müssen wir jetzt noch gucken, dass das noch ein bisschen vorangeht, ne? Jetzt hatte ich hier schon gesehen, ne? Vielleicht ist das nicht ganz so praktikabel. Warte mal, graben machen wir mal hier und dann müssen wir eigentlich erstmal zusehen, dass wir hier. Habe ich das Graben nicht ausgewählt? Wohl nicht. So, nochmal da so machen und dort erstmal schauen, dass wir das loskriegen. Und ja, da müssen wir ganz genau vorgehen hier. Der nächste Weg wäre der, dass wir auch da nochmal graben, aber ja, ich glaube, über zwei können sie ja rüberspringen. Das müssten wir eigentlich hinkriegen. Und dann müssen wir hier nochmal was korrigieren, weil die Wand. Nee, warte mal, die Flüssigkeit. Ah, weiß ich jetzt nicht. Nee, wenn, dann tropft das ja hier sofort runter. Da wird ja nichts hier in der Tür landen, oder? Aber Safety first, oder? Lass uns das mal umändern. Lass uns. Ich glaube, die pneumatische Tür können wir erstmal da hinsetzen dann. Da muss aber das für erst abgebrochen werden. Und dann nochmal das Ganze mit der pneumatischen Tür hier. Und schauen, dass das dann so klappt. Wir sind in der Pause. Ihr schaut das Logo und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich sehe gerade, die Pumpe ist auf jeden Fall schon gebaut worden. Das ist schon mal ziemlich cool. Jetzt müssen wir hier die Priorität noch mal hochschrauben. Das möchte ich ja dann doch fertig kriegen hier. Und so muss es sein, ne? Dann wollen wir mal gucken, ob das so klappt, wie wir uns das vorstellen. Man kriegt hier natürlich keine Luft, ne? Holt jetzt Kupfererz, okay, und geht war mit dem Kupfererz wohin? Nach da unten. Ach, die Tür braucht Kupfererz. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, warte mal. Da sind zwei Absturzdinger. Die müssen wir mal schnell wegmachen auch. Mach die mal auf tatsächlich 9, damit die vorher weggeräumt werden. Ja, dann können die da auch vernünftig durch die Tür durch, ne? Okay, das läuft schon mal. So, und der davor. Gut, das ist jetzt safe die Stelle erstmal. Mordrak hatte geschrieben, dass ich so diagonal die Wurzel hier rauskriegen kann und dadurch dann der da runterfällt wahrscheinlich. Aber warte mal, wenn die Rutsche da auch so ist, dann können wir doch mal gerade dieses Ende zerlegen und können die Rutsche weiter durchbauen, ne? Oder? Ja, machen wir erstmal. Dann schauen wir später weiter, weil die Temperatur geht natürlich trotzdem hier hoch, ne? Okay. Ich hoffe, das klappt gleich auch mit dem Rausgehen hier noch. Aber ist ja auch nicht schlimm, wir können ja sofort hier weiter graben. Und diese eine Stelle können wir auch noch weggraben jetzt, ne? So, die verziehen sich gerade, weiß nicht, zum Luft holen oder. Ja, zum Luftholen natürlich. Das ist jetzt nicht so dolle dann da unten, ne? Und da haben wir keinen Atemschutz oder sowas. Auch doof. Aber die Slicer essen ja nachher demnächst CO2 und dann geht's ja voran, oder? Wollen wir hoffen. So, die Pflanze ist tatsächlich weg. Das war jetzt der Weg dafür, dass das da oben klappt, ne? So, hier muss jetzt einer hin. Mache ich lieber zur Sicherheit, dass da, ne? Sag schon. Ne, den wollte ich noch weiterbauen dann da. Wenn wir das schon schaffen, dann machen wir das so. Gut. Also hier ist ja schon alles weg, ne? Dann können wir eigentlich komplett hier so losgraben, oder? Das hat ja schon geklappt. Das ist ja Prio 9, das wird auch als erstes gemacht. So, hier müssten wir aber Strom diesmal hinhaben, glaube. Weil, ne? Die sollen ja schneller ausgebrütet werden. Ich hoffe, die fliegen nicht jetzt schon hier schon rum, wo dieser. Wo ist denn das jetzt? Oh, jetzt finde ich hier, da ist er. Ich glaube, wir bringen die schon mal da runter. Dafür braucht man da unten einen
sag schon. Ein Tank hier. Kann man den jetzt so da einfach hinstellen? Ja, sieht so aus, dass das geht. Prio 8. Wohl für Temperatur. Okay, natürlich von den Viechern nicht, ne? Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Was wird jetzt hier gemacht? Da wird was repariert, oder? Okay. Zum Glück. Pumpe ist fertig, wie gesagt. Aber hier haben wir ein Problem mit. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Da wollen wir nur das Wasser einlagern, damit es schmilzt, ne? Oder? Wie war das? Eis und verschmutztes Eis. Na, verschmutztes Eis wäre jetzt nicht so dolle, oder? Hatten wir wohl auch noch nicht. Nee, verschmutzt will ich da nicht reinhaben. Das ist klares Wasser. So, jetzt mal schnell hier die Prio noch ändern, weil ich glaube, da sind wir jetzt noch nicht da mit den meisten Sachen unterwegs hier. So. Die sind aber vielleicht alle gerade am Schlafen, oder was? Okay, hier geht was zum Upgraden, da habe ich auch noch nicht geguckt. Zwei Leute, hier geht was. Super schweres Graben machen wir auch. Obwohl, dann sind es drei, aber ist auch nicht schlimm. Er hatte ja, oh, er ist schon negativ oder sie, weiß ich nicht, was es ist. Stinky ist, glaube ich, ein Männlein. Okay, da ist es schlecht am Laufen gerade. Da müssen wir definitiv was Dekorationsmäßiges tun, ne? Was haben wir denn jetzt hier? Den Sprudler, ne? Okay. Erzeugt aus Wasser und Kohlendioxid Sprudelwasser. Der Genuss von Sprudelwasser erhöht die Moral von Doc. Da müssen wir erstmal gucken, wie geht der denn? Außerhalb von Erholungsraum, okay. Wasser und Kohlendioxid. Kohlendioxid. Warte mal, ist das denn mit Wasser? Ist er angeschlossen? Ist ja dahinter. Und wie kommt das Kohlendioxid da dran? Nee, da sind wir jetzt nicht. Das ist der Trinkwassersprudel. Kamel-Trinkwassersprudel. Kein Strom. Strom muss da noch dran, okay. Mit Strom ist aber immer schwierig, ne? Aber Strom ist doch da, aber. Okay. Warum ist jetzt kein Strom da? Okay, 480 ist ziemlich viel Power, was da reinkommt. Da steht irgendwie auch eine Flasche hinter, ne? Hm, weiß ich jetzt nicht. Es macht auf jeden Fall Deko plus 12, das ist schon mal gut. Hier geht es jetzt komischerweise nicht gerade weiter. Ich hoffe, die Eier schlüpfen uns nicht vorher, ne? Luftreiniger. Überhitzungstemperatur 75 Grad. Automatische Aktivierung, aktivierende Dekoration, minus 9, okay. Ja, wir machen was, aber so richtig funktionieren tut das noch nicht. Ich hoffe, diese Tierchen, die machen das nachher besser. Obwohl, wenn man so guckt, ja. Ich weiß nicht, ne, ich glaube, hier war schon immer auch blau, ne? Schwierig. Der ist aber aktiv, ne, oder? Ja, sieht so aus. Da unten ist jetzt auf jeden Fall jemand, der schon mal da weiterbaut. Das ist schon mal gut. Okay. Sind auch schon zu zweit jetzt. Warte mal, da können wir auch noch einen weggraben. Dann können wir nämlich da auch einen hinsetzen. Und so drücken wir das ja zusammen, ne? Oder wie war das? Sauerstoff fehlt. Die kann aber da weg, oder? Ja. Die Rutschestange machen wir da jetzt schnell durch. Ne, da oben war sie. Weil dann können die in 1 durchrutschen, das ist wichtig, oder?
Komm, mach den mal auf 9. Der muss, ist mir wichtig, dass er fertig wird. Bevor hier die Eier da vorm Dingens liegen, ne? Ausbrütung, Ausbrütung. Alle brüten sie aus. Ja, ich glaube, es ist jetzt schon ausgemacht. Sieht schon mal gut aus, oder? Warte mal, den können wir auch weggraben, damit das da drunter gemacht werden kann. Zweierstufe geht auch, passt erstmal. Es ist natürlich hier... Komm, der ist auf 9, der ist der Erste, der dran sein muss. Forschung abgeschlossen und dann da noch nicht mal fertig. Was ist denn Forschung gewesen? Ja, der Trinkwasserschwule, das ist schon länger her. Okay, aber raus kommt sie noch, das sind ja nur 2 Etagen. Okay. Jetzt kommen mehrere, das ist schon mal gut. Okay, der ist jetzt endlich fertig. Jetzt muss einer den hier, den Lagerbehälter, mal fertig machen, ne? Jetzt wird er, glaube ich, fertig gemacht. Sehr gut. So, und da müssen Tiereier rein, und zwar die... Slickster-Eier. Und das Ganze mit hoher Priorität mal gerade. Und wenn die da sind, brauchen wir sie, glaube ich, noch rauslassen, dann schlüpfen die ja von alleine, oder wie war das? Ich hoffe, sie sind noch nicht geschlüpft, dann haben wir ein Problem. Hier ist es. Nee, noch nicht. Und ich glaube, sie werden gerade tatsächlich sogar sofort aufgenommen. Sehr gut. Ja, dann haben wir die Chance, dass es hier hinkommt, oder? Ja, wird schon mal alles abgebaut. Das ist schon mal gut. Hier ist es auch schon sowas reingebaut, der Boden. So, jetzt müssen wir hier schauen, dass das, ja, wird ja gemacht. So, erste Idee ist schon mal gut. Gelagert 6. Das heißt, ich muss sie jetzt wieder rausschmeißen, oder? Und dann können die schlüpfen. Weil die gehen ja hier auch, ne, oder? Ach so, das ist da unten, das sehe ich nicht. Ha. Ausbrütung, Ausbrütung, Ausbrütung. Das sieht gut aus, oder? Ich habe aber keine Ahnung, ob das funktioniert. Aber CO2 haben sie auf jeden Fall hier genug. Da kann auch weggeräumt werden. Ja, hier Ausbrütung brauchen wir vielleicht gar nicht machen dann, oder doch? Würde schneller gehen, glaube. Hier sieht man jetzt auch nicht, wie weit das ist, oder? Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das gerade vorstelle. Sie sind hier auf jeden Fall sehr gut am Arbeiten. Hier hinten will ich mal eine Leiter machen. Ja, ich mache, glaube ich, nur 3 Etagen und dann hier den Boden lang. Ach, dann kann das auch noch weg. So viel brauchen wir da nicht haben, weil das soll ja nur so ein Auffangbecken werden, ne? Und hier muss noch eine Tür irgendwie hindern. So müssen wir das machen. Und... ja, müssen wir mal schauen, wie das geht. Ich glaube, wir müssen die Tür da oben, können die Tür da oben hinsetzen, aber das geht jetzt nicht, weil wir da schon was... ne, geht doch noch. Dann ist das der Raum, wo die drinne sind. Ah, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber irgendwer hat Ahnung da bestimmt von. Nur ich nicht. Hat der auch hohe Prior? Ja, hat er auch. Es läuft auf jeden Fall was hier. Da kommt schon der nächste. Ah, das ist... eigentlich müssten die ja auch mit Anzug hin, ne, oder? So, Gebäude ist schon mal freigeschaufelt. Ach, sie kommen nicht da oben hin. Oder? Doch.
Doch, klappt. Wollen wir keine Sorgen machen. Ich dachte schon, die können das oben nicht abarbeiten, aber dem ist wohl doch so. Ja, da oben müssen Dingens hin dann. Wände hin. Und der wird tatsächlich schon der Brotautomat gebaut, ne? Ja, ist noch nicht fertig, leider. Graben können wir danach hier auch noch machen. Und tatsächlich hier unten dann auch. Bis da erstmal, ne? Warte mal, dann machen wir den abbrechen, glaube. Und den graben. Dann müsste das eigentlich gehen, dass wir bis hierhin. Dann können wir den auswurzeln. Ja, das müsste eigentlich so weit funktionieren, wie wir uns das vorstellen. Und hier können wir den auch weggraben. Und dann den Ziegel da einmachen, ne? Sieht erstmal gut aus, oder? Wird schon werden. Forschung, sollen wir da was machen? Eigentlich schon, ne? Obwohl wir sehr viel schon haben. Backen and Flow. Keine Ahnung, was das auf Deutsch heißt. Critter Fountain. Brockwox Glessner. Milking Station. Allows duplicant to use a crittering ranch two skills to milk Gazzy Moos and Rack Me. Keine Ahnung, was das auf Deutsch ist. Kenne ich alles natürlich nicht, ne? Ah, hier, so, da geht's weiter. Was ist das? Förderschienenschwerer? Ja, komm, das haben wir schon angefangen, dann können wir das auch zu Ende bringen erstmal. Oh, hier ist Strom fehlend. Deswegen geht der Lufterfrischer da nicht. Okay, das ist auch noch eine kleine Leitung. Die wird uns dann auch noch kaputt gehen. Aber jetzt bleibt es erstmal so. Das müssen wir definitiv noch weiter bearbeiten, dass es besser wird. Wie sieht es denn hier oben aus mit dem einen, den wir gebaut haben? Der ist da, aber der hat keinen Anschluss wohl. Strom, dickes Kabel. Der sagt, der hat keinen Anschluss. Ach, keine Stromverbraucher. Okay, das ist ja nicht so schlimm. Dann wollen wir gucken, dass die Stromverbraucher da sind. Ach so, die sind zwar da, aber leider nicht angeschlossen wegen fehlenden Baumaßnahmen hier. Und das Stück geht auch nicht. Also hier müsste es eigentlich gehen, aber dieses Stück geht nicht, weil sie da nicht hinkommen. Dafür müssen wir, glaube ich, das erst ausbauen. Und wahrscheinlich auch da einen. Warte, dann müssen wir hier auch nochmal graben, damit sie da hochkommen, ne? Okay, wird werden. Sie schlafen alle und wir werden jetzt auch erstmal eine Runde schlafen, beziehungsweise Pause machen, heißt das. Und dann müssen wir gucken, dass das hier weitergeht. Also sie können auf jeden Fall nicht raus, die Viecher, wenn sie hier schlüpfen sollten. Und vielleicht werden sie hier auch noch ausgebrütet und das klappt noch besser. Alles klar, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Forschung schon wieder abgeschlossen. Wahnsinn.